herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal bin ich in Südostasien unterwegs und reise von Bangkok nach Singapur. Ich habe hierfür 4,5 Wochen Zeit und nehme euch da wieder mit. Und heute geht's erstmal in die Straßen von Bangkok. Bangkok, die Hauptstadt von Thailand. Bekannt für das pulsierende Nachtleben, die unzähligen Tempel und den tosenden Verkehr. Von vielen geliebt, von vielen gehasst. Der erste Tag in Bangkok sorgt wahrscheinlich bei jedem Tourist für einen gewaltigen Kulturschock und man muss erstmal in der Stadt zurechtkommen. Zu der Zeit, zu der ich in Bangkok unterwegs bin, ist es unglaublich heiß und die Luft steht. Im Norden von Thailand ist Burning Season und sorgt durch Waldbrände, Landwirte, die ihre Felder abbrennen und dem Verkehr für viel Smog, was auch in Bangkok zu spüren ist. Doch hat man sich einmal an den Trubel der Stadt gewöhnt, kann man Bangkok schnell lieben lernen. Einen guten Überblick bekommt man auf dem höchsten Rooftop der Stadt, dem Mahanakhon Skywalk. Ich muss sagen, irgendwie Bangkok gefällt mir schon sehr, sehr gut. Viele sagen ja, es ist irgendwie sehr dreckig und anstrengend. Ist es zum Teil schon auch, aber ich finde die Stimmung und die Leute sind auch sehr freundlich. Neben der Koh San Road, einer Straße mit vielen Bars und Clubs, und dem Nana Plaza gibt es viele weitere interessante Viertel und Straßen. Soi Kor Boy ist eine dieser Straßen. Es ist ein kleines Rotlichtviertel mit vielen Neonschildern und Go-Go-Bars. Schon alleine durch die Straße zu laufen, ist eine Erfahrung. Alle 5 Meter wird man von Gogo-Tänzerin angesprochen. Die Kulisse ist sehr besonders. Egal, was man vom Rotlichtmilieu hält, kann man auch einfach in einer Bar mit Live-Musik sitzen, ein Bier trinken und das Treiben beobachten. Die Rotlichtbranche und Sextourismus gehören zu Thailand und werden wahrscheinlich immer ein Problem bleiben. Soi Kor Boy ist trotzdem, auch als Frau, auf jeden Fall einen Einblick wert. So, das ist jetzt mein 2. Tag in Bangkok und ich muss sagen, das ist eine echt sehr beeindruckende Stadt. Es ist zwar mega warm, ich bin die ganze Zeit am Schwitzen, aber es gibt so viel zu sehen. Ich war eben gestern auf diesem Hochhaus mit krassem Ausblick und jetzt fahre ich zu den Floating Markets mit so einem Longtailboot durch die Kanäle von Bangkok und ja, jetzt geht's gleich los. I used to live out west in a collective. I used to... Yeah, we used to live out west in a collective. Everybody got arrested cause nobody wanted to sleep. I used to dish out verses on purpose. And if you wanted to purchase when you weren't as good as me, I don't know if that time is coming to an end. I hope the band gets back together when it's over. Meine Tour durch die Kanäle von Bangkok führt mich an vielen Tempeln, kleinen Märkten und interessanten Wohngebieten vorbei. Der letzte Stopp ist Wat Arun. Wat Arun ist ein buddhistischer Tempel und durch die besondere Bauform eines der Wahrzeichen der Stadt. Also ich war jetzt gerade mit dem Boot bei den Floating Markets. Ich glaube, die waren geschlossen, aber es war trotzdem echt eine coole Erfahrung. Und jetzt schlendere ich hier ein bisschen in den Straßen rum. Irgendwie eine ganz besondere Stimmung. Ja, und jetzt schauen wir mal, wo es weitergeht. Wir treffen uns jetzt gleich mit Apple. Das ist eine Mitarbeiterin in dem Hostel, wo ich eben bin. Und sie hat heute frei und ist so nett, mir die Seiten von Bangkok zu zeigen, die man eher nicht sieht. Und ich werde sie jetzt gleich am Pier treffen und dann bin ich gespannt, wo sie mich überall hinführen wird. Hello. Hi. How are you? Yeah, pretty good. You? Yeah, I'm also fine. Yeah. Should we go? Sure, pa. Let's go. So where are we going? We are going to
Talat Noi, like I told you before. And this is the way to go. It's very small soil, you know. So what is Talat Noi? Talat Noi is like a lot of street food there. Street food? Yes, street food. And the art on the wall. Talat Noi liegt am Rande von Bangkoks Chinatown. Neben Straßenkunst und Fotogalerien bietet das Viertel einen kleinen Markt, welcher jedoch montags geschlossen ist. Die Häuser wirken heruntergekommen und bieten einen Kontrast zu Bangkoks polierten Hochhäusern und Einkaufspassagen. In dem Viertel leben hauptsächlich Chinesen. Es sind immer wieder kleine chinesische Tempel und Gedenkstätten zu finden. So, wir waren jetzt bei Talat Noi. Dort gibt es eben so Straßenkunst und ein Markt, aber am Montag ist der geschlossen. Und wir nehmen jetzt einen Tuk-Tuk nach Chinatown und dort werden wir dann was essen. Auch Chinatown ist interessant. Wer die asiatische Garküche liebt, ist hier gut aufgehoben. Auf meinen Reisen versuche ich immer öfter in Kontakt mit Einheimischen zu kommen. Touren wie diese mit Apple lassen einen die Kulturen besser verstehen und bieten Abwechslung zu den sich wiederholenden Smalltalks mit anderen Backpackern. Aber auch von anderen Reisenden bekommt man gute Tipps und kann für die weitere Route planen. Meine Reise geht weiter nach Koh Tao. Koh Tao ist eine kleine Insel im Süden von Bangkok und ist mit dem Bus und der Fähre zu erreichen. Die Insel ist ein kompletter Kontrast zu dem Treiben in Bangkok und perfekt, um sich von der Stadt zu erholen. Gestern hier auf Koh Tao angekommen, von Bangkok aus. 8 Stunden hat es eben gedauert mit dem Bus und nochmal 2 Stunden mit der Fähre. Und ich bin jetzt hier am höchsten Aussichtspunkt der Insel. Und ich muss sagen, es ist eine super schöne Insel, nicht so groß. Man kann günstig Roller mieten, kostet nur 200 Baht. Und die Insel ist auch bekannt dafür, dass man hier Tauchkurse machen kann, also Scuba Diving. Und morgen habe ich vor, so einen Einstiegskurs zu machen. Und da bin ich schon mal sehr gespannt. Auf Koh Tao konzentriert sich fast alles entlang einer Straße. Man ist in 15 Minuten von einem Ende zu dem anderen gefahren. Es gibt sehr viele Aussichtspunkte, wobei die meisten recht gut zu erreichen sind. Da die Insel so klein ist, trifft man schon mal zufällig bekannte Gesichter mehrmals. Was geht ab? Ja, bei dir? Einfach ein bisschen rumcruisen. Auf der Insel gibt es aber auch sehr viele Wege durch den Dschungel zu abgelegeneren Orten. Man könnte die Wege natürlich wandern, doch mit dem Roller kommt man schneller ans Ziel. Ganz ungefährlich sind die Wege jedoch nicht und man sieht sehr viele Touristen mit Verbänden auf der Insel rumlaufen. Wer aber das Risiko eingeht, kann zu Orten gelangen, wo man fast alleine ist. Mango Bay ist, besonders abends, einer dieser Orte. Der Strand ist nur durch 2 Wege zu erreichen. Entweder eine halbe Stunde über Felsen klettern oder 1 Stunde durch den Dschungel wandern. Von oben sieht es sehr einfach aus, über die Felsen zum Strand zu gelangen. Doch es ist sehr gefährlich und alleine fast nicht möglich. Ich treffe zufällig einen Franzosen, der den gleichen Plan hat und wir helfen uns gegenseitig zum Strand. Nachdem die Sonne untergegangen war, ist der Weg über die Felsen zu gefährlich und wir entscheiden uns, 1 Stunde durch den Dschungel zu wandern und im Dunkeln den ganzen Weg mit dem Roller zurückzufahren. Yeah, and that is Ned. Hello. Yeah, he just went with me to the beach and it was crazy, right? Yeah. Ich spreche ein bisschen Deutsch, but I think I will speak in English, it will be better. So I met Simon on the rocks. Yeah. So I don't know
his name and I help you to push him on the rocks. It was really dangerous. It was really, really dangerous. Yeah. Okay. And it was an amazing day. Koh Tao is quite perfect. So. And maybe tomorrow we will do scuba diving together. So I just booked it and maybe he will join. Yes. I hesitate to scuba diving, but Simon told me that, oh, you just have one life, so I can, I will go to you, with you tomorrow. So, see you tomorrow. See you tomorrow. How you feeling? I'm excited. I'm good. I'm very excited. Yes, on the morning we're practicing to learn the basics, so it was cool. Yeah. And, so I think we can do it, right? Yes, we will. For sure we will. Auf Koh Tao gibt es verschiedene Tauchkurse, die man buchen kann. Nat und ich machen den sogenannten Discover-Kurs, bei dem man am Morgen ein paar Übungen im Pool macht und danach ein oder zwei Tauchgänge im Meer. Der Kurs kostet umgerechnet 60 Euro. Wie der Zufall es will, findet der Tauchgang im Meer am Mango Bay statt. Diesmal kommen wir aber über den sicheren Weg zur Bucht. Selbst die Tauchlehrer erachten den Weg über die Steine als gefährlich. Neben dem Discover-Kurs gibt es jedoch auch die Möglichkeit, den Open-Water-Kurs zu machen, bei dem man 3 bis 4 Tage fast jeden Tag tauchen geht und 4 Theoriestunden hat. Mit diesem Tauchschein kann man dann auf der ganzen Welt bis zu 18 Meter tief tauchen. Natürlich gibt es auch Kurse für Fortgeschrittene, um in die tiefere Unterwasserwelt zu kommen. Für die erste Erfahrung reicht aber der Discover-Kurs völlig aus, bei dem man bis zu 12 Meter tief tauchen kann. So, die anderen sind jetzt schon im Wasser. Bei uns geht es jetzt gleich los. Wir warten jetzt, bis die anderen aus dem Wasser kommen. Und dann geht es ab ins Wasser. Ich bin sehr aufgeregt. Nat auch. Es soll sehr viele Fische hier geben und sehr viele verschiedene. Das wird sehr crazy. Tauchen. Es war eine sehr krasse Erfahrung. Hier liegt Ned. Der ist ein bisschen fertig, aber es war sehr interessant. 40 Minuten waren wir jetzt im Wasser und ja. Ned? Ja? Yeah. Okay. Ja, Simon. It was perfectly perfect for the first time. We went under the sea, as you can see here. We've seen a lot of fish, a lot of, not total, but... it was not so many fish, like, it looked a little bit dead, but it was great, like, for the first experience, it was pretty nice. We were 45 minutes. Yeah, 45. Minutes under the sea, and it was really great. Für mich geht es weiter nach Koh Phangan. Von Koh Tao braucht man nur 1,5 Stunden mit der Fähre. Die Insel ist einiges größer als Koh Tao.
heute mit der Fähre von Koh Tao nach Koh Phangan gefahren. Das waren so 1,5 Stunden. Und habe schon die Insel ein bisschen erkundet, habe mir wieder einen Roller gemietet. Auch mega günstig hier. Die Insel ist was ganz anderes als jetzt Koh Tao. Koh Tao war ja sehr klein. Und Koh Phangan ist schon relativ groß. Und ich bin hier schon ein bisschen rumgefahren, habe die Strände ein bisschen angeguckt. Und hier findet in ein paar Tagen die Fullmoon Party statt, eben an einem Strand zu Vollmond. Und die ist ja weltbekannt und alle wollen dahin. Und darum sind die Preise hier auf Koh Phangan viel teurer als normal. Also die Hostels kosten irgendwie zu der Zeit das Vierfache. Und darum bleibe ich hier nur 2 Nächte und bin dann zu der Zeit von der Fullmoon Party auf Koh Samui, das ist die Insel direkt nebendran. Und werde dann wahrscheinlich zur Fullmoon Party von Koh Samui hierher kommen. Ich bin mir aber noch unsicher, ob ich es mache, weil ich weiß nicht, ob es sich lohnt und das ist schon hin und her. Aber mal schauen. Die Fullmoon Party findet immer einmal im Monat an einem paradiesischen Strand auf Koh Phangan statt. Zu Vollmond strömen über 20.000 Touristen von der ganzen Welt auf die Insel. Alle Bars und Hostels bereiten sich auf diesen Ansturm vor und man merkt, dass sich kurz vor der Party die Stimmung auf der Insel ändert. Die Preise vervierfachen sich in diesem Zeitraum und in den meisten Hostels muss man mindestens 5 Nächte buchen. Neben der Fullmoon-Party gibt es jedoch auch eine Vielzahl an anderen Partys und Festivals. Zum Beispiel gibt es auch einmal im Monat das Half Moon Festival, viele Dschungelpartys und die Eden-Party. Die Eden-Party war die einzige Feier, bei der ich war. Das Besondere hier ist, dass man nur mit einem Boot zum Strand gelangt, wo die Party stattfindet. Im Dunkeln fährt man also vom Hadrian Beach, der Strand von der Fullmoon Party, zu einem kleineren Strand und kann zu Techno- und Trance-Musik in einem kleinen Strandhaus tanzen. Für mich fühlt sich Koh Phangan an wie eine einzige Partyinsel. Zum Teil gehen die Partys über 2 Tage und man hört selbst zu der Mittagszeit tieffrequenten Bass aus dem Dschungel kommen. Mir gefällt die Insel zwar, aber ich reise kurz vor der Fullmoon Party nach Koh Samui ab und umgehe somit überteuerte Preise und die Touristenmasse. So, ich melde mich jetzt hier von Koh Samui aus meinem Hostel und ich muss euch mal ganz kurz den Blick hier aus dem Hostel zeigen. Das ist wirklich verrückt. Ich zahle hier irgendwie, glaube 12 Euro die Nacht und es ist direkt hier am Strand. Das ist wirklich crazy, was man für das Geld hier bekommt. Auf den Inseln ist meine liebste Beschäftigung, einfach mit dem Roller durch die Gegend zu fahren. Man kann so sehr viel erkunden und Orte entdecken, die man ohne Roller eher nicht entdecken würde. Besonders die Feldwege quer über die Insel machen am meisten Spaß zu fahren. Man kommt dabei beispielsweise an Restaurants mit Pool vorbei, die noch im Bau und noch gar nicht bei Google Maps eingezeichnet sind. Auch die Natur kann man so gut genießen und auf Wegen mit toller Aussicht fahren. Auf meinem Tagestrip über die gesamte Insel mache ich immer wieder Stopps an interessanten Orten und Aussichtspunkten. Hier ist auch kaum was los, weil sehr wenig Menschen mit Rollern diese Wege fahren. Man hat also ganz seine Ruhe und kann die Momente genießen. So, ich würde jetzt mal ganz kurz ein Zwischenfazit loswerden. Ich war jetzt in Bangkok, Koh Tao, Koh Phangan und Koh Samui. Und ich muss sagen, von den 3 Inseln hat mir Koh Tao mit Amsterdam am besten gefallen.
Die Insel ist ja total klein, aber unglaublich malerisch und das ist alles irgendwie geballt auf einem Fleck. Man ist in 15 Minuten von dem einen Ende zum anderen gefahren und man kann dort so viel machen, Tauchkurs, Strände entdecken, zu den Aussichtspunkten. Und morgen geht's für mich weiter nach Phuket, da bin ich dann eine Nacht und fahre dann direkt weiter nach Koh Phi Phi. Und heute findet auch in Koh Phangan, eben der Nachbarinsel von Koh Samui, die Fullmoon Party statt. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, nicht dorthin zu gehen, weil das sind echte Menschenmassen, die dorthin gehen. Das sind, glaube ich, irgendwie 25.000 Menschen, die dorthin gehen. Und ich glaube, es ist gar nicht so toll, wie alle sagen. Darum fahre ich morgen einfach entspannt weiter nach Phuket und setze dann da meine Reise fort. Für mich geht es also weiter nach Koh Phi Phi. Davor bleibe ich eine Nacht auf Phuket. Man könnte natürlich auch direkt von Koh Samui nach Koh Phi Phi fahren. Aber ich wollte Phuket wenigstens eine Nacht sehen. Koh Phi Phi ist in 1,5 Stunden von Phuket mit der Fähre zu erreichen. Die Inselgruppe besteht aus zwei größeren Inseln. Zum einen die Hauptinsel Phi Phi Don mit Hotels und Ferienhäusern und zum anderen Phi Phi Le mit malerischen Stränden, zu denen man Tagestouren machen kann. Besonders Phi Phi Le ist ein absolutes Paradies. Mit hohen Kalksteinwänden und weißem Sand sorgt die Insel für eine paradiesische Kulisse und zieht somit auch die Aufmerksamkeit als Drehort für diverse Filme auf sich. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. So, heute bin ich am wohl touristischsten Strand in ganz Thailand, und zwar am Maya Bay. Und der ist wohl darum so touristisch, weil hier The Beach mit Leonardo DiCaprio gedreht wurde. Und wir sind hier sehr früh hingekommen. 6.30 Uhr sind wir von der Hauptinsel in Koh Phi Phi losgefahren. Und das ist darum, weil so viele Touristen hierher kommen. Am Mittag ist es total voll. Und jetzt geht's noch, es ist schon was los, aber es geht noch. Und ist eben Bestandteil von Natur. Wir fahren jetzt gleich noch weiter und schauen uns ein paar andere Strände an, ein paar andere Inseln. Aber es ist schon sehr beeindruckend. Much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. So, wir sind jetzt hier am Monkey Beach und der heißt nicht ohne Grund Monkey Beach. Hier sind überall Affen an den Felsen und das Wasser ist traumhaft. Ich muss sagen, die Tour lohnt sich absolut. Es ist wirklich wunderschön. Alle, die auf Phi Phi Island sind, müssen unbedingt zu den Maya Bay, Monkey Beach und die Tour hier machen. Das muss man einfach gemacht haben. Auch wenn es extrem touristisch ist, muss man einfach gemacht haben. We're gonna start back. Die meisten Tagestouren klappern dieselben Spots rund um Koh Phi Phi ab. So kann es auch schon mal dazu führen, dass an verschiedenen Bootstops einiges los ist. Während Covid wurden neue Stege und Wege über Phi Phi Le gebaut und das Schwimmen verboten, um die Boote aus Maya Bay rauszuhalten und das Ökosystem zu schützen. Trotz allem ist es spürbar, dass die Inselgruppe überlastet ist. Wunderschön sind die Inseln trotzdem. Im Norden der Hauptinsel gibt es noch eine sehr kleine Insel. Koh Mai Phai oder auch Bamboo Island ist auch ein absolutes Paradies. Die Insel wird nur von ein paar wenigen Fischern bewohnt. Also wir sind jetzt hier auf Bamboo Island und ich habe Daniel kennengelernt. Er ist ein Schweizer und hat auch einen YouTube-Kanal. Genau, Daniel Wies.
und ich lebe in Hongkong, bin aber Schweizer und deshalb hier in Asien zu Hause. Und hier haben wir noch einen Briten. What's your name again? John T. Smith. And he is really good at cycling and cycling around Southeast Asia. Yes. Found another YouTuber. What's up? Content creation. Für uns geht es also zurück zur Hauptinsel. Auf Pipidon ist alles zu Fuß zu erreichen. Die Insel verzichtet fast komplett auf Motorräder und Autos. Auf beiden Seiten der Insel gibt es lange Strände. Die eine Seite ist sehr ruhig, auf der anderen finden jede Nacht Partys statt, mit sich wiederholender Musik und immer wieder gleichen Feuershows. Ich empfinde den täglichen Partyrausch als sehr störend und nicht nötig für die Insel. Die Bars sind dicht aufgereiht und der Mix aus verschiedener Musik beschallt den ganzen Strand. Hier würde ich nicht empfehlen, in ein Partyhostel zu gehen, weil man das sonst jeden Tag ertragen muss. Aber auch die Hauptinsel hat schöne Ecken. Wer wandern mag, kann zum Nui Beach wandern. Der Strand ist zu Fuß in 1,5 Stunden vom Zentrum zu erreichen. So, ich bin jetzt hier am Nui Beach und das ist eben auf Koh Phi Phi. Bin jetzt hier 1,5 Stunden hergewandert und hier kann man eben nur herwandern oder mit dem Boot herfahren. Und wie ihr seht, ist echt sehr wenig los hier, weil der ein bisschen schwerer zu erreichen ist, aber wunderschön. Wer auf Koh Phi Phi ist, kann ich nur empfehlen, hierher zu kommen. Man kann auch einfach mit dem Boot fahren, aber der Weg zum Wandern war auch total schön hierher. Man kann es aber nur erreichen, wenn Ebbe ist oder wenn das Wasser nicht so hoch ist, weil sonst der Weg versperrt ist. Am Nui Beach treffe ich eine Gruppe Italiener, die mit dem Boot zum Strand gelangt sind. Wir machen uns zu Fuß auf den Weg zurück durch den Dschungel. Dabei begegnen wir Affen und verschiedenen anderen Tieren. Außerdem kommt man kurz vor dem Zentrum von Pipidon an einem schönen Aussichtspunkt vorbei. Koh Phi Phi ist mein letzter Stopp in Thailand und ich mache mich auf den Weg nach Malaysia. Von Koh Phi Phi geht es mit der Fähre nach Krabi und dann von dort nach Penang. Penang ist eine Insel mit Anbindung über eine Brücke und hat einen niederländischen und britischen Einfluss. So, ich habe es jetzt nach Malaysia geschafft. Ich bin jetzt hier in Penang, Georgetown. Das ist eine Insel mit Anbindung über eine Brücke. Und man merkt direkt, man ist in einem anderen Land, weil erstens viel weniger Touristen da sind. Und dieser Mix aus Kulturen ist hier ziemlich interessant, weil hier gibt es viele Inder, es gibt viele Chinesen und Malaien. Und auch ein Mix aus Chinesen und Malaien. Und man sieht auch viel britischen Touch. Also hier war früher eine britische Kolonie und eine niederländische Kolonie. Und das macht die Stadt schon ziemlich interessant. Ist mehr ein Zwischenstopp für mich, aber ich muss sagen, schon eine ziemlich interessante Stadt. Hier gerade in so einer Mall in Georgetown. Das ist hier irgendwie voll crazy. Hier ist ganz wenig los, alles ist irgendwie geschlossen. Aber es gibt so ganz viele Spielautomaten, ein Aquarium, ein Karussell. Aber irgendwie ist halt hier gar nichts los und es gibt einem voll, falls jemand The Last of Us gesehen hat oder gespielt hat, voll The Last of Us Vibes. Das ist wirklich zu crazy. Die Reise geht mit dem Nachtbus weiter quer durchs Land nach Kuala Besut und von dort zu den Behentian Islands. Über Hostelworld findet man dort so gut wie keine Hostels und auf Booking sind sie sehr teuer. Über einen Tipp einer Französin finde ich das Hotel de Lagoon, das man nur direkt anfragen kann und nicht auf Buchungsplattformen findet. Auf der kleineren der zwei Inseln und abseits von allem sieht man in der Ferne den Schriftzug.
Das Hotel hat einen eigenen Privatstrand, auf dem kaum was los ist. Beim Einchecken sehe ich auf einer Liste, dass nur wöchentlich mal jemand Neues dazukommt und ich mir den Strand mit nur ein paar wenigen anderen teile. Die Zimmer sind direkt am Meer und es ist sehr einfach gehalten, aber dafür auch sehr günstig. Ich erfahre, dass 2023 das letzte Jahr ist, wo man in The Lagoon nächtigen kann. Das Hotel soll abgerissen und durch ein neues ersetzt werden. Es ist sehr schade um die ganzen verspielten Bauten am Strand. Also ich bin jetzt auf den Perhentian Islands in Malaysia und ich bin hier in einem Hostel, das heißt The Lagoon, und es ist ein bisschen abseits von dem großen Strand hier. Es sind halt zwei verschiedene Inseln und ich bin auf der kleineren Insel, eben bei The Lagoon, und es ist wirklich so wenig los hier, so wenig Leute, irgendwie nur 6 andere sind in meinem Hostel. Es ist wunderschön, wirklich das Wasser, unglaublich geil, und hier mache ich eine Schnorcheltour und dann gibt es noch so eine andere Insel, die heißt Rava Island. Und also Malaysia sind das hier, ist schon wirklich richtig schön. Und es ist halt so Off-Season und ich glaube, darum ist so wenig los. Aber es ist wirklich verrückt, wie wenig los ist. Auch bei dem Hauptstrand hier auf der Insel, es ist auch nicht so viel los. Es ist wirklich, also Malaysia kann ich nur empfehlen. Auf den Perhentian Islands kann man sehr gut schnorcheln. Es werden auch viele Tauchkurse angeboten. In Malaysia gibt es wahrscheinlich mit die günstigsten Tauchkurse auf der Welt und die Artenvielfalt ist sehr hoch. Doch auch beim Schnorcheln kann man sehr viel entdecken. Die Unterwasserwelt wirkt sehr lebendig. Neben Schildkröten und Clownfischen kann man auch mit kleinen Haien schnorcheln. Das Wasser ist kristallklar und die Strände wunderschön. Die Inseln sind perfekt, um abzuschalten, denn die Stimmung ist sehr gelassen und es ist sehr ruhig. Im Nordwesten der Inseln gibt es noch eine kleine weitere Insel namens Rava Island. Da so wenig auf Perhentian los ist, muss ich erst ein paar Leute suchen und eine Tour organisieren, um zu den Inseln zu kommen, denn unter 4 Personen fahren die Boote nicht. Aber der Aufwand lohnt sich. Bei Rava Island sind mit die schönsten Strände, die ich je gesehen habe, und da sonst kein Boot vor Ort ist, sind wir unter uns. Rava Island ist eine absolute Empfehlung und jeden Cent wert. Doch auch auf der Hauptinsel Kesil kann man zu schönen Stränden wandern und ganz für sich sein. Ich muss euch das mal ganz kurz zeigen. Also Malaysia ist wirklich anderes Level, weil hier ist einfach, guck dich das mal an, hier ist kein Mensch. Ich bin der Einzige hier am Strand. Ich bin jetzt hier von meinem Hotel vielleicht 10 Minuten auf die andere Seite gewandert und kein Mensch hier. Das ist einfach nur traumhaft. Also das ist schon eher mein Geschmack als Thailand. Es ist schon immer ein bisschen spooky, wenn man so allein durch den Dschungel wandert. Besonders, weil ich auch gerade keinen Akku habe und gar nicht weiß genau, wo es lang geht, weil ich will hier, also das Hotel ist ein bisschen abseits und hier gibt es so einen Strand, der heißt Long Beach, und da will ich jetzt hinwandern. Das sind so 40 Minuten. Oh shit. Da war gerade irgendwie so eine Eidechse. Da schreckt man sich halt bei jeder Kleinigkeit. Ja, mal schauen. Ich hoffe, ich finde den Weg. Durch den Dschungel sollte man eigentlich immer in Begleitung wandern und immer Handyempfang und Akku haben, falls was passiert. Also bitte nicht nachmachen, auch wenn der Dschungel auf den Perhentian Islands als ungefährlich gilt. So, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, weil es geht endlich jetzt mal bergauf. Und da oben sind so Windmühlen und ein Aussichtspunkt. Das ist schon sehr anstrengend. Weil hier steht die Luft. Aber trotzdem sehr cool zu laufen. Die Vegetation auf der Insel ist sehr interessant. Auf meinem Weg ändert sich der Dschungel zu tieferen Hartlaubgewächsen. Für solche Wege benutze ich im Normalfall immer Maps.me. Maps.me ist eine App, ähnlich wie Google Maps, nur dass Wanderwege viel genauer eingezeichnet sind. Es sind auch viel mehr Informationen eingetragen und man kann die Karten herunterladen und offline nutzen. Mein Weg führt mich vorbei an verlassenen Aussichtspunkten und Windrädern. Nach circa einer Stunde erreiche ich den Hauptstrand Long Beach. Auch hier ist kaum was los. Von den Perhentian Islands geht es für mich weiter nach Taman Negara.
ist in Taman Negara und das ist ein Nationalpark in Malaysia mit dem ältesten Waldgebiet der Erde. Und es ist ziemlich abgelegen, ist auch sehr ruhig gerade hier, weil Ramadan ist. Und heute mache ich hier eine Tour und dann gehen wir erstmal ein bisschen durch den Dschungel zu so Hängebrücken und dann geht es weiter zu einem Wasserfall, dann fahren wir mit dem Boot und gehen zu so einem kleinen Dorf. Ich bin hier nur 2 Tage, aber ich finde es sehr cool, weil es so abgelegen und ruhig ist. Das Dschungelgebiet von Taman Negara rund um Kuala Tahan ist relativ gut für Touristen erschlossen. Es gibt viele Wege und sogar Hängebrücken durch die Natur. Wer jedoch etwas tiefer in den Dschungel möchte, kann das nur mit einem Guide machen. Da es schon sehr oft vorgekommen ist, dass Touristen im Dschungel verloren gehen, wurde das Gebiet, in dem man sich ohne Guide bewegen darf, stark eingegrenzt. Es gibt jedoch eine 2-Tagestour, bei der man eine Nacht in einer Höhle übernachtet. Und sogar eine 7-Tagestour, bei der man tief in den Dschungel eindringt. Laut Guides kann man auf der 7-Tagestour Elefanten und möglicherweise sogar auch Leoparden sehen. Da Taman Negara als ältestes Waldgebiet der Erde zählt, kann man auch eine Vielzahl an kleinen Insekten und Pflanzenarten entdecken. Besonders in der Nacht sieht man viele Riesenameisen, Spinnen und mit Schwarzlicht sogar Skorpione. Der 130 Millionen Jahre alte Regenwald ist riesig und umfasst eine Fläche von 4300 Quadratkilometern. Die Trekkingtour durch den Dschungel empfinde ich als sehr anstrengend, da es sehr heiß ist, die Luft steht und es zum Teil sehr steil bergauf geht. Doch hat man es geschafft, wird man am Ende mit einer kalten Dusche bei einem Wasserfall belohnt. Danach geht es mit dem Boot zurück Richtung Kuala Tahan. Auf dem Weg dorthin macht man noch einen Stopp bei einem Dorf, in dem Ureinwohner des Dschungels leben. Man bekommt gezeigt, wie man nur mit natürlichen Mitteln Feuer im Dschungel anbekommen würde und wie in der Natur gejagt wird. Ich fühle mich ein bisschen schlecht für die Bewohner, da es sich ein wenig so anfühlt, als würde man nur kommen, um zu beobachten, wie die Menschen im Dschungel leben. Auch wenn es sehr interessant ist, hätte ich das lieber von der Tour gestrichen. Da die Boote so lang sind, ist es möglich, bei den Stromschnellen das Boot so zum Schaukeln zu bringen, dass es beinahe kentert. Auch das Hostel ist besonders gut. Mit einer unglaublich guten Lage und einer tollen Aussicht ist Wild Lodge in Taman Negara eine riesige Empfehlung. Für mich geht es jedoch weiter in die Hauptstadt von Malaysia, nach Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ist für mich die interessanteste Metropole auf meiner Reise. Im Gegensatz zu Bangkok hat die Stadt eine richtige Skyline mit Zentrum und die Hochhäuser sind nicht überall verteilt. Ein Highlight in Kuala Lumpur sind neben den Petronas Twin Towers die Batu-Höhlen. Bunte Treppen führen in eine große Kalksteinhöhle. In der Höhle befinden sich Hindu-Tempel.
Außerdem sind eine Vielzahl an Affen in den Höhlen und auf den Treppen unterwegs, die von den Touristen immer wieder Essen klauen. Der Eintritt in die Höhlen ist frei und ist ein Muss, wenn man in Kuala Lumpur ist. So, ich bin jetzt beim vorletzten Stopp in Kuala Lumpur. Morgen geht's noch nach Singapur und dann fliege ich von Kuala Lumpur zurück. Und ich will kurz sagen, wie es mir so gefallen hat auf meiner Reise. Also ich muss sagen, Südostasien ist wirklich wunderschön, richtig schön. Aber so im Vergleich zu Mittelamerika fand ich Mittelamerika einfach nochmal ein anderes Level. Weil es fühlt sich einfach irgendwie intimer an, es ist einfach abwechslungsreicher. Die Reise war super geil, aber Mittelamerika hat mir einfach richtig gut gefallen. Aber es ist, wie gesagt, auch Geschmackssache. Aber trotzdem alles super schön, also kann man nur empfehlen. Aber für alle, die zum ersten Mal Backpacking machen, würde ich echt eher empfehlen, nach Mittelamerika zu gehen. Ja, morgen gehe ich dann noch nach Singapur und fliege dann von Kuala Lumpur zurück. Das sind jetzt meine letzten 3 Nächte. Ich werde mich dann nochmal in Singapur melden. Für mich geht es also weiter zu meinem letzten Stopp, nach Singapur. Da Singapur ein Stadtstaat ist, muss man auch über den Landweg mehrere Grenzkontrollen passieren. Ein 2-Tagestrip von Kuala Lumpur lohnt sich also eher nicht, auch wenn die reine Fahrzeit nur 5 Stunden ist. Singapur ist jedoch eine wahrhafte Vorzeigestadt. Neben einem sehr guten Stadtbahnsystem und vielen Naturparks ist die Stadt auch sehr sauber und ordentlich. Dafür sind die Preise für Essen und Hostels aber auch dementsprechend, doch für einen kurzen Aufenthalt ist Singapur nur zu empfehlen. Zu der Abendzeit finden im Zentrum mehrere Licht- und Wassershows statt, die man kostenlos bestaunen kann. Neben der Wassershow am Marina Bay gibt es noch eine Lichtshow im Park der Gardens by the Bay. Die futuristische Lichtinstallation ist ein wahrer Blickfang und die Lichtshows unglaublich beeindruckend. Auch der Flughafen von Singapur ist eine Attraktion. Hier kann man mit dem sogenannten Skytrain autonom zwischen Terminals hin und her fahren. Wer mit dem Skytrain von Terminal 2 zu 3 oder 3 zu 2 fährt, kann auch vom Transitbereich einen Blick auf den beleuchteten Indoor-Wasserfall erhaschen. Nicht ohne Grund wird Singapur auch als Stadt der Zukunft bezeichnet. So, Singapur, mein letzter Stopp. Es hat wieder mega Bock gemacht zu filmen und euch mitzunehmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, weil das ist immer mega viel Arbeit, die Videos zu filmen und zu schneiden. Und es ist bestimmt noch nicht mein letztes Video. Und dann würde ich jetzt sagen, bis zur nächsten Reise.